Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin ist wieder über der 32.000 US-Dollar Marke. Wir werden uns gleich im Chart anschauen, wie die aktuelle Formation aussieht. Zudem habe ich sehr interessante On-Chain-Daten für euch mitgebracht, aus denen wir herleiten können, wo die nächsten Unterstützungs- und Widerstandszonen sind. Es wird auf jeden Fall spannend. Und es gab eine sehr große Nachricht um Mitternacht um den Dreh, habe ich noch auf Twitter gestern noch gepostet. US-Banken können bald öffentliche Blockchains und US-Dollar-Stablecoins für Zahlungsabwicklung nutzen, was das für eine Auswirkung für den Kryptomarkt hätte. Darüber werden wir gleich sprechen und zudem habe ich noch einige weitere interessante On-Chain-Daten mitgenommen. Also jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir wie immer mit unserer Marktübersicht. Die Marktkapitalisierung liegt heute bei 877 Milliarden US-Dollar, also haben wir 25 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden dazu bekommen. Die Bitcoin-Dominanz ist immer noch auf dem gleichen Niveau bei 68%. Der Bitcoin mit knapp über 2% im Plus in den letzten 24 Stunden. Die meisten Altcoins können sich da anschließen, außer einer hier aus den Top 10, hier Ripple XRP. Da haben wir in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, es läuft eine SEC-Klage. Die SEC möchte XRP als Wertpapier ansehen und da hatte ich ja auch schon meine Befürchtungen da geäußert in den letzten ein, zwei Wochen, wo wir darüber gesprochen haben, dass einige Exchanges dann XRP runternehmen werden müssen, weil sie einfach auch die Lizenzen dann nicht haben und auch diese Unsicherheit nicht eingehen wollen. Und jetzt gibt es auch noch eine neue Meldung, Grayscale hat ja auch einen XRP Trust und die haben jetzt hier XRP von Grayscale selbst runtergenommen. Das heißt, institutionelle Anleger können nicht mehr über Grayscale in XRP investieren. Das ist natürlich sehr schlecht für XRP. Also ein weiteres Gateway, wo dann sozusagen investiert hätte werden können, ist nicht mehr am Start und dadurch steht natürlich der XRP-Kurs auch unter Druck. Es fehlt nicht mehr viel, hier nur noch 40 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung, dann geht hier Litecoin wieder an XRP vorbei. Das hatten wir schon in den letzten ein, zwei Wochen öfter, dass ja Litecoin kurz mal wieder hier auf Platz 4 gesprungen ist, dann aber wieder runtergefallen ist. Muss man natürlich abwarten, wie sich zum einen Litecoin entwickeln wird, aber auch wie das Ganze mit XRP dann weitergeht, wie die Klage dann auch verläuft und was dann als Ergebnis dabei rauskommt. Kommen wir nun zu dieser wirklich großen Meldung, wie ich finde, bevor wir zu den On-Chain-Daten und zum Chart kommen. Diese wichtige Meldung ist einer der positivsten meiner Meinung nach in den letzten Monaten. Die US Treasury OCC erlaubt nämlich jetzt US-Banken mit öffentlichen Blockchains und Dollar-Stablecoins zu arbeiten, um ihre Transaktionen über diese Blockchains dann abzuwickeln. Das könnte natürlich bedeuten, dass in Zukunft so Sachen wie SWIFT Geschichte sein könnten, dass Transaktionen von einem Land zu einem anderen Land nicht mehr 3, 4, 5, 7 Werktage dauern, sondern innerhalb weniger Minuten dann vonstatten gehen können. Zudem ist es auch ein sehr positives Zeichen für den Kryptomarkt, für Blockchain generell, dass dann auch jetzt das Ganze jetzt hier erlaubt wird. Witzigerweise sagen die jetzt hier, dass öffentliche Blockchains da erlaubt sind. Das wäre ja sozusagen auch Bitcoin, aber seien wir mal ehrlich, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, dass irgendeine Bank in den Staaten jetzt über Bitcoin ihre Transaktion aktuell abwickeln wollen. Es geht eher um Stablecoins, die von privaten Unternehmen dann auch ausgegeben werden, wie USDC zum Beispiel und andere Stablecoins über die gibt es ja schon sehr oft und sehr, von sehr vielen Unternehmen und das könnte natürlich aber auch ein Gateway, so ein Türöffner, Dosenöffner sozusagen sein für Kryptowährungen noch zusätzlich, dass die Banken hier sich für die Blockchain-Technologie interessieren und das dann auch in der Praxis dann auch umsetzen. Wie das dann am Ende realisiert wird, das müssen wir dann natürlich abwarten. Wird das dann zum Beispiel möglich sein, für Privatkunden dann Stablecoins zu halten? Das wäre dann von großem Vorteil für den Kryptomarkt, für Bitcoin etc., wenn man über die Bank Stablecoins zum Beispiel halten könnte und direkt an eine Exchange schicken könnte und damit Bitcoin kaufen könnte. Das wird ja auch viel, viel schneller gehen, als wenn ich jetzt eine ganz normale Überweisung an Kraken, Bitwalla oder wo auch immer schicken muss und ein, zwei Tage warten muss, bis das Geld da ist und dann erst Bitcoin kaufen kann. Also das würde diese Hürde und diese Hemmschwelle dann auch verringern, in Bitcoin, in Kryptowährungen einzusteigen. Aber das sind alles noch so Fragezeichen, die müssen wir jetzt noch im Laufe der Zeit uns noch weiter anschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wird. Aber wir sehen jetzt hier, dass auch die Regulatoren hier immer wieder sich öffnen für Blockchain, für Krypto-Stablecoins, für Kryptowährung generell und das ist auf jeden Fall sehr positiv, auch wenn ich der Meinung bin, dass sie im Endeffekt früher oder später keine Wahl haben. Sie müssen sich für solche Technologien öffnen, um dann auch konkurrenzfähig zu sein gegenüber dezentralen Technologien. Wenn ich eine Transaktion von einem Punkt von der Welt auf die andere innerhalb von wenigen Minuten machen kann, wofür brauche ich dann noch eine Bank? Und da müssen natürlich die Banken auch mitziehen können und dafür ist jetzt auf jeden Fall das Rahmenwerk in den Staaten zumindest gelegt.
Bin echt gespannt, was in Europa irgendwann auch abgehen wird. Da müssen wir natürlich auch noch abwarten. Vielleicht ziehen die da auch noch hinterher. Wenn es dazu was natürlich gibt, erfahrt ihr es hier auf dem Kanal. Dann habe ich euch noch zwei weitere Charts mitgebracht, die wirklich auch positiv sind, was das institutionelle Interesse für Bitcoin angeht. Wir haben bei den CME Bitcoin Futures zum Beispiel, wo die institutionellen Traden ein neues Allzeithoch hinsichtlich, ja, des Volumens gesehen mit 2,6 Milliarden um den Dreh täglichem Volumen. Also das Interesse noch nie so hoch gewesen, was das Volumen angeht. Und das gleiche ist auch noch bei LMAX Digital passiert, auch eine Plattform, wo institutionelle traden, auch dort 2,6 Milliarden US-Dollar Tagesvolumen für Bitcoin. Und das zeigt nochmal, dass auch die Institutionellen auch am Start sind, auch ja Interesse dran haben und auch aktiv traden und handeln. Und das spiegelt sich auch in einzelnen Transaktionen wider, wie zum Beispiel hierbei von CryptoQuant Coinbase Pro Outflow, wo hier die roten Balken darstellen, wie viel ja Bitcoin von Coinbase Pro runtergenommen wurde. Und diese großen Ausschläge sind hier ein Indiz dafür, dass OTC-Deals von großen Anlegern vonstatten gegangen sind. Und am 2. Januar, das seht ihr hier rechts am Rand, ist ja mit einer sehr großen Menge, wenn man da mal rauszoomt, ich hatte euch das schon mal gezeigt, aber ich möchte euch nochmal kurz zeigen, dass das hier ein Allzeithoch ist mit sehr viel Bitcoin, 55.000 Bitcoin Allzeithoch, so viel ist noch nie über die Theke gegangen hier bei Coinbase Pro, was die Auszahlung angeht, ein OTC-Deal wahrscheinlich. Und das zeigt uns nochmal auch, dass große Anleger hier auch über 30.000 US-Dollar aktiv sind. Für diejenigen, die auch traden wollen, aktuell gibt es bei Bybit, dort trade ich auch und kann ich auf jeden Fall empfehlen, bis zu $200 Bonus, wenn ihr den Link hier anklickt und damit euch registriert. Die Registrierung geht wirklich schnell, da müsst ihr nichts verifizieren etc. Einfach mit einer Mail oder Handynummer registrieren und dann könnt ihr Bitcoin einzahlen und traden. Und wenn ihr auch noch möchtet, könnt ihr in die Community-Kanäle kommen, dort tauschen wir uns noch besser aus. Auf Twitter findet ihr zum Beispiel auch die Statistiken, die ich euch immer wieder zeige. Die retweete ich auch immer wieder gerne. Schaut einfach gerne mal vorbei, damit unterstützt ihr auch mich. Schauen wir uns den aktuellen Bitcoin-Chart an. Wir sind aktuell bei 32.380 Dollar und wir haben aktuell diese Trendlinie, die wir hier seit dem 3. Januar haben und hier zwischenzeitlich auf 28.000 Dollar gefallen sind. Da haben wir ja noch gestern im Video drüber gesprochen, dass diese sehr alte Trendlinie genau getestet wurde mit dem Fibonacci-Retracement zusammen auf dem, ja, 78er Level hier schön abgeprallt ist, aufgekauft wurde und jetzt befinden wir uns eigentlich in diesem abfallenden Dreieck, haben uns drin befunden, sind jetzt nach oben ausgebrochen, aber noch eine Bestätigung haben wir noch nicht. Ein neues Hoch wäre auf jeden Fall hilfreich, das hier mal rauszunehmen mit 23,8. Wenn das rausgenommen wird mit Volumen, wäre das auf jeden Fall ein positives Zeichen. Was auch noch wichtig ist, was ich euch immer wieder ja sage und zeige, ist für mich immer wieder relevant der 4-Stunden-Chart. Und zwar sehen wir dort, vor allem hier bei den Abschlüssen, was die Trendlinien angeht, geht immer wieder, dass der 4-Stunden-Chart sehr relevant ist. Wir gehen mit den Kerzen, mit den Wicks immer wieder unter diese Trendlinien, aber solange wir drüber abschließen, ist es eigentlich noch positiv und aus diesem Grund müssen wir natürlich auch hier abwarten, wie diese 4-Stunden-Kerze aktuell dann abgeschlossen wird. Noch sind 2 Stunden 40 Minuten offen. Es kann sein, dass wir wieder runterfallen, dann muss man natürlich abwarten, was da in diesem abfallenden Dreieck passiert. In der Vergangenheit, deswegen habe ich das hier nochmal reingenommen, da haben wir auch noch drüber gesprochen, vor, ja, ich glaube ein, zwei Wochen, wo wir dieses Dreieck hier nach unten hatten mit der, ja, mit der Unterstützungszone bei 25, 26 Dollar, 26.000 Dollar. Und bei abfallenden Dreiecken ist es ja immer so, dass 2/3 zu 1/3 die Wahrscheinlichkeit ist, dass man nach unten ausbricht. Aber in einem Bullenmarkt, vor allem in so einem starken Bullenmarkt, sind die Wahrscheinlichkeiten immer ein bisschen anders und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nach oben ausbricht, ist halt höher als in einem klassischen Fall. Und das kann natürlich auch hier der Fall sein, wobei wir vor allem dann auch, wenn wir das ja für die jüngste Vergangenheit uns mal anschauen und zu überlegen, wie oft das passiert ist und das statistisch uns mal anschauen, irgendwann muss auch so ein Dreieck mal wieder nach unten ausgebrochen werden. Es geht immer wieder um Wahrscheinlichkeiten, darum geht es hier, wenn wir uns den Chart anschauen. Keiner kann euch im Endeffekt sagen, wenn wir uns hier drin befinden, in welche Richtung es geht. Also mit Gewissheit nicht, auf jeden Fall mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sowieso nicht. Es geht immer darum abzuwägen, in welche Richtung geht es denn jetzt eher und dann sich auch anzuschauen, wo die Ziele und vor allem auch Unterstützungslinien sind. Und dafür habe ich euch noch einen interessanten Chart mitgebracht. Und zwar diesen hier, der stellt hier einmal den Bitcoin-Preis dar und ihr seht hier diese grünen Kreise, diese grünen Kugeln, die stellen einmal, ja, Bitcoin
Anzahl der Bitcoins dar, die bewegt wurden von einzelnen Wallets, von großen Wallets über 10.000 Bitcoins. Also wenn hier zum Beispiel jetzt eine große Wallet Bitcoins hinzugewonnen hat und die seitdem nicht mehr bewegt wurden, entsteht hier so ein großer Kreis. Je größer der Kreis ist, desto mehr Bitcoins wurden auf diese Wallets ja geschoben. Und das zeigt uns einmal auf, wie die Wale ja ihre Transaktion vornehmen, wo sie vielleicht eingestiegen sind, wo sie vielleicht verkauft haben, wo die Transaktionen im Endeffekt entstanden sind. Und dadurch können wir uns Widerstandszonen und Unterstützungszonen ableiten. Und das ist das Schöne an der Blockchain, an einer öffentlichen Blockchain. Das können wir uns alles schön anschauen. Das ist alles nicht verdeckt. Im Endeffekt können wir nicht wissen, wer diese Transaktion ja tätigt, aber wir können sehen, dass dort solche Transaktionen stattfinden. Und was wir sehen können, sind hier zwei große Zonen. Einmal hier diese 28.700 bis 29.300 Dollar. Das könnte eine Unterstützungszone sein. Von oben betrachtet haben wir diese 23.100, wo wir uns ja gerade befinden, bis 33.100 Dollar mit zwei ja, wichtigen Marken hier, wo viel getradet wurde, wo viele Transaktionen mit vielen Bitcoins dann auch vonstatten gegangen ist. Da kann man sich diese Unterstützungs- und Widerstandszonen dann halt anschauen. Ob die dann gebrochen werden, müssen wir natürlich abwarten mit dem Breakout auch des abfallenden Dreiecks natürlich. Nach unten hin muss man dann auch schauen, wie es dann weitergeht. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was ich eigentlich auch im Chart immer öfter mache mit dem Volume Profile. Ich kann es euch nochmal zeigen, wie das Volume Profile hier aussieht. Da sehen wir, zu welchem Level wie viel Volumen getradet wurde. Hier zum Beispiel in dem Bereich ist wenig Volumen und man kann eigentlich davon ausgehen, dort wo viel getradet wurde, da liegen auch die meisten Orders dann später drin und deswegen gibt es halt diese Unterstützungs- und Widerstandszonen. Und genau das gleiche ist halt auch hier, wenn wir hier drunter brechen, seht ihr hier von den großen Wahlen ist nicht wirklich viel passiert. Es könnte dann da dazu kommen, dass dann hier sozusagen direkt nach unten rutscht, vielleicht sogar auf 26.000. Das müssen wir dann aber abwarten. Wenn es dann dazu kommt, wenn diese Entwicklungen dann stattfinden, dann werde ich euch natürlich auch auf den neuesten Stand abholen. Ja, das war auch schon das Update für heute und der Content für heute. Ich kann mich echt nicht oft genug bei euch bedanken, was aktuell auf dem Kanal abgeht. Wir haben zum ersten Mal die 1000 Likes geknackt, sogar 1300 Likes und so viele neue Abonnenten. Ich finde es echt cool, dass ihr die Videos so gut findet und dass euch das auch wirklich weiterhilft. Falls ihr es wieder gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben, das hilft wirklich sehr. Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.